Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ja, hallo. Ja, sitzen wir hier, um einen neuen Podcast für euch aufzunehmen. Und dieser Podcast wird die Geschichte hinter einem Bild behandeln. Ein Bild, das ihr alle kennt, oder viele von euch. Und ein, zwei von euch haben das auch bei sich zu Hause. Bei einer Familie wisst ihr das ganz genau, dass es im Flur hängt. Viele Grüße an euch. Ja, und dieses Bild ist eine typische, kann man vielleicht nicht sagen, aber so ja, eine Bild-Wort-Kombination, wie wir es immer wieder in den ganzen Jahren bei Fotoautoma gerne gemacht haben. Der Text ist von Marcel. Genau. Das ist 2010 ist er 2010, entstanden. Genau, im Dezember. Vielleicht kannst du mal erzählen, unseren Zuhörern, ja, wie es dazu kam. Naja, ich sag mal, das ist natürlich, da muss man natürlich ein bisschen weiter ausführen. Also ich habe ungefähr 2010 angefangen mit dem Schreiben. Das war noch ein Text, also es war eine Assoziationskette im Prinzip. Das ist einfach entstanden. Ich wollte einfach nur so mit einfachen Mitteln, wie so ein Leben ablaufen kann eines Menschen. Das wollte ich einfach nur visualisieren oder textlich festhalten. Und das ist es halt im Prinzip. Und jeder soll halt oder wird, jeder, der diese Assoziationskette liest, also halt diese Aneinanderreihung von einzelnen Worten, wird daraus was anderes sehen oder darin was anderes sehen, weil jeder eine andere Geschichte als Grundlage hat seines Lebens. Und dementsprechend werde ich, wenn ich mir die einzelnen Wörter vorlese und sie auf mich wirken lasse, werde ich was anderes dabei empfinden und andere Gedanken dazu haben, als wie wenn Thomas das nun macht. Und das war halt einfach meine Grundintention hinter diesen einzelnen Worten. Ja. Ja, eigentlich ist das, als ich das damals das erste Mal gelesen habe, da ist genau das passiert, was du gesagt hast. Also man ist ja wie so eine, ja, wie so ein Leitfaden. Man geht Schritt für Schritt, Wort für Wort ja durch. Und jeder hat andere Gedanken und andere Erinnerungen und andere Assoziationen und das macht eigentlich, fand ich immer jedenfalls diesen, ja, gerade spannend. Also es ist ja nicht kein Text im klassischen Sinne, sondern wirklich ja eigentlich nur Worte, ne? Genau. Aber du findest, egal wer es liest, jeder wird was anderes daran sehen. Ja. Genau. Also wenn man jetzt guckt, es geht los mit Seele, da wird jeder was anderes zu, eine Beziehung zu haben. Manche werden sagen, interessiert mich nicht, gibt's nicht. Und andere werden, ja, in sich hineinhorchen und werden was entdecken oder auch die Gewissheit, die sie haben, bestätigt sehen. Genau, und jedenfalls haben wir, war das so meine Grundintention dahinter und wie gesagt, 2010 und das Bild, wann ist das entstanden? 2015 müsste das gewesen sein. Genau, und die sind auch unabhängig voneinander entstanden. Also nur damit man, das ist natürlich jetzt euer Vorteil, wenn ihr jetzt das hier hört, dann werdet ihr das wissen. Ich meine, so, wenn man das Bild natürlich sieht, empfindet man das nicht so. Also keiner weiß, wann was entstanden ist. Und das ist auch unabhängig, dass sowas auch passieren kann, dass sowas unabhängig voneinander entsteht. Also, und ja, dann sind wir 2015, sind wir dann los nach in Richtung Berlin. Genau. Genau, den Ort werden wir jetzt nicht sagen, weil wir den damit schützen wollen, weil das eine schöne Location ist. Ja, damals, ja. Wie kam das eigentlich, weißt du das noch? Oder? Wir wollten also wir waren auf der Suche nach besonderen Orten im Prinzip. Ja. Und wollten im Prinzip irgendwie was, also was auch uns entspricht, fotografieren. Also was auch so zu uns passt. Und gerade auch in der Zeit haben wir uns auch viel Gedanken gemacht. Also auch so gerade mit Texten oder also insgesamt tiefgründige Gedanken gemacht. Und ja, das war ja auch noch, wenn ich richtig, ja gut, wenn 2015 da war, ist ja im ersten, 2015 ist ja Fotoautomat entstanden. Genau. Und wir hatten ja schon vorher, hatten wir ja schon mal erwähnt in einem Podcast, dass wir ja schon den Gedanken hatten, irgendwie eine Bild-Wort-Kombination zu machen und damit eine Ausstellung hervorbringen. Genau. Und aus der Folge hinaus, weil wir diese Grundlage hatten, eine Ausstellung, sind wir natürlich auf die Suche gegangen, um schöne Motive zu finden. Ne? Und irgendwann sind wir halt, wie gesagt, nach Berlin gekommen und haben versucht, da eine schöne Location zu entdecken. Genau. Und die war wirklich, also ist bis heute noch ein Diamant eigentlich, kann man so sagen, ja, unter den Lost Place Locations. Und deswegen geben wir den Namen nicht preis, weil wir es einfach schützen wollen. Es ist einfach zu schade, ist, wenn das überlaufen wird. Ne? Genau. Und vor allem diese Location eben, also es ist eigentlich ein verlassener Ort, aber auch wieder nicht auf der anderen Seite. Also es ist eben so, da
ist eben auch, es herrscht dort auch ja, minimalistisches Leben, kann man sagen. Ja. Also, weil wenn man durch diese Gänge und Korridore wandelt und die verschiedensten Räume erkundet, da hat man, sag mal, als Fotograf unheimlich viele Motive. Einmal vom Gebäude an sich, von der Atmosphäre her, aber eben auch, weil zu dem Zeitpunkt in diesem Komplex auch ein Künstlersymposium stattfand, kurz vorher, bevor wir da waren, sodass viele Künstler, ich glaube auch internationale Künstler waren das gewesen, sich mit verschiedensten Themen befasst hatten und ihre Spuren hinterlassen haben. Aber das haben wir nicht gewusst. Das wussten wir nicht. Ne? Also das war mehr für uns eine Überraschung. Ja. Da haben wir uns auch gewundert damals. Weißt du, genau. Was denn hier eigentlich? Also was hatten wir nicht erwartet? Wir hatten verschiedenste Bilder im Kopf und auch in den Vorabsprachen, um da in diese Location reinzukommen. Aber dass uns da sowas, aber das war, hätten wir nicht gedacht. Das kann man immer, finde, sehe ich immer so ein bisschen, ist so ein tomarischer Effekt. Also dass man halt viele Situationen hatte, die uns einfach in die Karten gespielt hat. Also das gibt es nur einmal. Also diese Ineinanderkettung von augenscheinlich Zufällen, was aber langfristig einen hochgradig positiven Effekt für uns hat in irgendeiner Form. Also wie, dass wir zum Beispiel bis auch vor kurzem noch nie schlechtes Wetter hatten oder so, ne? Bei dem einen Shooting, das steht jetzt hier nicht zur Debatte, aber dass wir halt viele Sachen erlebt haben in Bezug von Fotoautomat, die, was man als Zufall definieren würde, aber doch eine Verkettung von positiven Dingen, die für uns so wichtig waren vom Bestandteil her, damit sie uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Genau. Auch ob menschlich oder aus der Firmensicht her, so von der Philosophie her, hat das alles im Prinzip nochmal unterstrichen. Halt, ja, und genau. Das war halt auch diese Geschichte mit diesem Künstler und Treffen dort und Symposium und dass sie halt wirklich in verschiedensten Räumen hat, ach, da haben die einfach ihre Kreativitäten freien Lauf gelassen. Die haben da Sachen da aus dem Wald genommen, was ja ringsrum vom Wald umgeben gewesen. Und was war das? Eine Lunge? Nee, ja, ich weiß gar nicht, was das war. Eine Heilanstalt irgendwie? Ich weiß sagen, nicht. Also. Und jedenfalls haben die dort lauter Sachen von draußen genommen. Ich weiß nicht, ob das Äste waren oder was auch immer. Und haben da irgendwie mit gewerkelt. Und in den einzelnen Räumen, jeder Künstler hat sich dann so einen Raum ausgesucht und hat dann da irgendwas kreiert, wo man reinkam und teilweise gedacht hat, okay, was soll das jetzt? Ne? Aber aus fotografischer Sicht war das natürlich wieder ein Highlight, weil da waren Sachen zu sehen, die erfährt man so im normalen Leben nicht. Ne? Und das ist wieder sehr von Vorteil gewesen. Genau, und zwar wie gesagt aus fotografischer Sicht, also wirklich sehr schön, also sehr viele Motive, aber auch wirklich, wie du erst schon sagtest, aus persönlicher Sicht auch nochmal. Ne? Dass man da wirklich davor stand dann auch unheimlich von der Kamera und erstmal so überlegt hat, was bedeutet das jetzt? Wenn da was Geschriebenes war oder eine Skulptur aus Müll zum Beispiel gebaut war oder irgendwelche Installationen mit alten Flaschen oder was oder Bändern, also wirklich was man normalerweise irgendwo auf dem Schrottplatz finden würde, auf der Müllhalde, aber daraus, aus diesen alten Stoffen, die eben auch zu diesem Ort wieder passten, sind ja lebendige Ideen geworden, die die Künstler dort hinterlassen haben. Wir haben auch an dem Tag, sind wir auch ziemlich allein gewesen auf diesem großen Gelände. Ne? Also ja. Wir haben da auch keine großartigen getroffen, glaube ich. Ich glaube, in dem vorderen Bereich, da haben welche noch, waren noch einige noch da, die haben noch auch so draußen Duschen dann aufgebaut, so sehr spartanisch und provisorisch. Und da haben wir uns auch nochmal so ein Kostüm hatten wir uns angeguckt, weil die auch Performance gemacht haben, glaube ich. Also da haben wir uns mit denen unterhalten. Hat er Englisch? Ja, Englisch und, gesprochen, ja. Genau, und also, aber wir, im Großen und Ganzen waren wir sehr alleine und konnten dann Ruhe. Ja, man hat das nicht gemerkt, dass die da waren. Also ja. Da waren, ja, wir sind dann halt so von Raum zu Raum getingelt, von Gang zu Gang und haben halt geguckt. Ich meine, ich weiß gar nicht, hat einige hundert Quadratmeter hat diese, oder Hektar sogar, hat dieses Stück. Und ich weiß nicht, also da, wir sind eine Weile umhergeirrt, ne? Umhergeirrt ja nicht. Man hat ja einen Lageplan bekommen und ist dann dort umhergelaufen. Und ja, und irgendwann kam ich halt dann zu einer Stelle, wo eine Treppe war und das Bild hast du ja aufgenommen, ne? Also im Prinzip so, wie man das jetzt kennt, ne? Kann sein, ja. Ne? Also doch, das wüsste ich, also das habe ich nicht gemacht. Also und ja, vielleicht, da kannst du ja was zu sagen. Ja, das also. Im Prinzip, da sind wir, sag mal, einen langen Gang lang gekommen und haben rechts um die Ecke geguckt und da hing diese Wolke. Ja. Also man wird ist der Fuchs zwar nicht auf dieser Treppe, die auch wunderschön eigentlich da ist, so wie sie da zu sehen ist, aber es war diese Wolke. Und die Wolke ist nicht eingebaut, also die war wirklich vor Ort. Ja, sie hing da runter, wo man eigentlich denkt, ja,
Also wirklich so ein Stockmoment im Prinzip, wo man denkt, da hängt eine Wolke. Ja, weil das, ich meine, ich bin ja kurz nach dir dann dorthin gekommen. Ich meine, das hatte schon, ja, weil es, damit hat man nicht gerechnet. Also man geht so um die Ecke und plötzlich hast du dann da eine Wolke hängen. Also auch wenn die gebaut wurde, aber das trotzdem hat es so ein kleines, ja, wie so ein Stoppmoment erzeugt und wo man kurz überlegt, hä, warum macht man das? Also wenn man so ein bisschen so dieses freie Denken mit sich trägt und das so ein bisschen in Frage stellt, was derjenige sich dabei gedacht hat, ne? Gut, wenn man jetzt das fertige Bild sieht, kann man denken, okay, aus dem Grund hat er das gemacht, damit wir dieses Bild fertig machen können. Also je nachdem, wie weit man in der Lage ist, so zu denken. Also, ja. Weil wenn es die Wolke da noch nicht gäbe, dann würde das vielleicht sogar noch einen anderen, wie soll ich sagen, einen Effekt geben bei diesem Bild, als das, was es jetzt ausstrahlt, sage ich mal, wenn es die Wolke nicht gäbe. Ne? Aber durch die Wolke hat das natürlich noch eine sichere Richtung, sage ich mal, was das eigentlich bedeutet, diese Assoziationskette dort auf den Stufen lesen zu können. Ja? Und mit den Wolken kann jeder selber für sich rausfinden. Ne? Das war aber wirklich auch in dem Moment das Spannende, aber insgesamt mit diesen ganzen Installationen, das war keine Erklärung. Es waren ja auch keine, uns ist ja bei der Ausstellung irgendwie irgendwo vielleicht ein kleiner Hinweis, ein kleiner Zettel, eine kleine Tafel, wie das Werk heißt, wer es gemacht hat, was es vielleicht mit dem Titel eine Richtung geben könnte, also was bedeutet, aber das war hier überhaupt nicht. Das war auch nirgends, in keinem nirgends Raum. Also man, es war kein Raum. Man ist da ja von Raum zu Raum und man war immer im Prinzip in gewissen Hinsicht auf sich allein gestellt mit diesem Kunstwerk, kann man so sagen. Also ob man es nun als Kunstwerk gesehen hat oder nicht, das ist dahingestellt, das ist jedem selbst überlassen. Aber das ist aber das Beeindruckende auch, wenn man auch so zurückdenkt ne? Und ja, es macht es auch wieder wertvoll, gerade wenn man als Fotograf ist man immer auf der Suche nach irgendetwas, ne? Und das bereichert halt einen, ne? Auch, dass man das wird oder das werden konnte, was man heute ist, auch vom Kopf her. Ne? Und hier war es eben auch das Spannende, dass diese Wolke eben nicht oben am Ende dieses Treppenhauses hing, sondern ja, was man ja sehen, also das Treppenhaus ging ja viel weiter hoch, diese Wendeltreppe noch, sie hing so relativ zentrisch. Mhm. Also das war ja auch so spannend. Das war ja auch eine ganz bewusste Handlung von dem Künstler gewesen. Warum hängt diese Wolke nicht ganz oben, so wie man es eigentlich das vorstellt? Sie hängt zentrisch, also ja mittig, als ob das so, und da kommt man eben, ja, ist man mittig geerdet oder warum auch immer. Also es war schon ein besonderer Moment, dieses Motiv aufzunehmen, ohne, wie gesagt, zu wissen, dass man den Text dort einbaut. Genau. Also genau. Das war ja unabhängig voneinander. Weil wir hatten diesen Text überhaupt nicht auf dem Schirm in dem Augenblick. Nee. Weil wir hatten so viele Eindrücke an diesem Tag und so viele Inputs durch die verschiedensten Sachen, dass wir, sagen wir mal, an Texte, die Marcel geschrieben hat oder die schon existierten, glaube ich, gar nicht gedacht hätten. Also war auch so, weil man so diese Fülle eben da war. Ne? Also von ja, dafür war auch in dem Augenblick keine Zeit, genau. Weil man muss, ja, weiß nicht, man war auf der Suche nach noch mehr und die Kamera ist ja das Werkzeug und man, ja, weiß nicht, also man hat auch, man ist da zwar durch, hat es wahrgenommen, man hat aber auch bis zu einem gewissen Punkt nicht unendlich Zeit dort an einer Stelle verbracht. Also, dass man jetzt sagt, okay, jetzt bleibe ich hier mal eine halbe Stunde sitzen und denke jetzt drüber nach, genau. Das macht man ja nicht. Genau, weil erstens waren wir in Berlin oder in der Nähe von Berlin, wo man also wusste, man muss ja... Und es war heß. Es war heiß. Ja. Ich meine, in den Gemäuer ging es, aber ringsherum war es wirklich, es war ein heißer Tag gewesen. Und das ist also, man wollte ja auch nichts verpassen, weil dieses Gelände so groß ist. Deshalb, wie gesagt, man hat sich nicht eine halbe Stunde davor gestellt, sondern man hat den Moment mit der Kamera festgehalten, hat kurz verharrt, klar, hat auch nur diskutiert, was sein könnte. Vielleicht kann ich mich noch dran, in einem Raum war so ein altes, verrostetes Bettgestell, wo irgendwelche Wurzeln dran hingen, wo man dachte, naja, was auch immer das sein mag, da haben wir drüber gesprochen, aber das war eben so dieser, ja, man wollte viel erleben und man hatte immer noch im Kopf, unbewusst sicherlich, man muss ja nochmal irgendwann zurückfahren, nochmal 2,5 Stunden oder so bis nach Rostock. Und so, dass manchmal die Wirkung der Bilder dann eben auch erst, ja, nochmal zu Hause dann im Prinzip, ne? Diese völlige Entfaltung der Wirkung ist. Das machen wir ja auch mal, wenn wir dann angekommen sind wieder, dass wir uns die Bilder dann alle angucken, ne? Zwar im Schnellverfahren, aber trotzdem nimmst du dann trotzdem Sachen wahr, die du vor Ort gar nicht so ja, sehen konntest, also auch bewusst nicht sehen konntest, ne? Weil die Kamera sieht ja teilweise wirklich mehr als das menschliche Auge, ne? Und ja, und das Bild lag dann auch eine Weile, ein Jahr oder so, lag das rum? Ja, bestimmt, ja. Das haben wir nicht irgendwie weiter beachtet. Wir wussten, dass es gut ist,
Aber bis es zum Posten kam, das hat ein Jahr gedauert ungefähr. Ja, weil aus dieser Location sind ja viele Bilder entstanden, die wir zwischendurch euch auch gezeigt haben. Aber diese Treppe mit der Wolke, das lag immer noch, ne? Irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, weißt du noch den Initiator, wie das dazu kam? Das war nur im Prinzip, weil immer, sag mal, dieser Text von dir damals immer noch, also er schwebte ja rum irgendwo bei uns. Ja, das war immer hier im Kopf. Also es war immer so normal, wenn man auch mal so nochmal so alleine so für sich nochmal ein bisschen reflektiert hat oder so was gelesen hat, dann ist man immer noch immer wieder auf diese Wörter gekommen nochmal. Naja, man muss aber auch dazu sagen, jeder empfindet natürlich bei gewissen Schreibstilen, Texten, wie auch immer, immer was anderes. Und das war halt, das minimalistische Leben war erst so, das fandest du sehr gut. Also von Anfang an ja schon, ne? Und ja. Das hast du auch, wahrscheinlich hast du es dadurch auch mal ein bisschen präsent gehabt. Wahrscheinlich. Ich weiß auch, dass das Einzige, was ich noch weiß, dass du der Initiator warst, wo wir denn die Symbiose gemacht haben. Also dass du gesagt hast, wollen wir das nicht versuchen? Wir hatten überlegt, dass man da irgendwas mit Wörtern macht. Kam dann nachher irgendwann, hat sich so rausentwickelt bei der Bearbeitung, ich weiß es nicht. Es kann aber auch sein, weil wir diese Ausstellung im Kopf hatten, mit Texten von dir. Und wir haben ja so manchen Texten, also Texte, die hatten Favoriten ja rausgesucht. Ja, stimmt. Und haben darauf Bilder gemacht. Ja, stimmt. Und es ging zum minimalistischen Leben, konnte man kein Bild machen eigentlich. Weil wie soll man diese Reihenfolge von Wörtern, wie soll man die bildlich darstellen? Ich glaube, so war das gewesen. Also deshalb lag dieser Text, war zwar immer präsent, aber es war noch nicht die zündende Idee gewesen, wie kann man das bildtechnisch umsetzen. Stimmt. Bis im Prinzip irgendwann noch beim Durchgucken wieder, ja, im Prinzip dieses minimalistische Bild, dieser minimalistischen Wolke. Und dann kam der Gedanke, ja, das wäre es doch eigentlich. Weil genau das ist es ja. Also so, wie man sich langhangelt an den Wörtern, wenn man die nur auf einem Stück Papier ausgedruckt hat, so kann man auch die Treppe des Lebens im Prinzip gehen. Genau, vor allem das Lustige war, da sieht man auch wieder, Zufall will, möchte ich nicht sagen, aber wie das so spielt, dass es so sein sollte, wie es ist. Man sieht das auch teilweise an den unteren Stufen, dass die noch so beleuchtet sind von oben her, gerade wo das Leben anfängt, wo das Wort weiß genau darauf passt, in diesen weißen Bereich der Stufe. Ne? Das sind so, und da hast du die unterschiedlichen Grautöne, wenn du umso höher du guckst, ne, bis es nachher zum Schwarz und es immer dunkler wird. Es kam natürlich, das ist wirklich so gewesen. Also das ist ja, sicherlich hat man ein paar über Dodge und Burn ein bisschen Kontraste noch optimiert, aber so die Grundlage der Grundlichtstimmung ist fast genau so gewesen, ja. Genau, und deswegen ist die Frage, ob man an Zufälle glaubt oder nicht. Aber das ist das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte mit diesen photomarischen, dieses typische, es fügt sich gewisse Sachen, fügen sich einfach. Die Wolke, man könnte fast sagen, die Wolke wurde nur für dieses Bild dorthin gemacht. Die wird, die hängt heute nicht mehr. Das können wir mit Sicherheit sagen, weil wir zwischendurch mal wieder da gewesen waren. Ja. Ne? Und ja, das kann man, das hat nichts mit Ego sein zu tun, kann man auslegen, wie man möchte. Ne? Wer uns nicht wohlgesonnen ist, wird das sagen, ja, man kann sich sonst alles einbilden, aber wenn man so das Bild sieht, könnte man denken, dass es halt so sein sollte. Ja, wie gesagt, das hat sich alles so gefügt, auch dieses Bild ging, ne? Weil als wir nochmal da waren, da wirkt es diese ganze, die ganze gleiche Treppe, da sind wir extra hingegangen, ob die Wolke noch hängt, ist wirklich ganz anders. Andere Lichtverhältnisse, andere Zeit, und das sollte eben wirklich so sein, wie es damals war, und auch mit dem Leuchten der Wolke, das ist ja nicht irgendwie digital eingebaut, das ist genauso, wie es sein sollte. Genau, man hat das halt nur noch digital ein bisschen verstärkt, genau. Also dass man ein bisschen die Kontrastverhältnisse ein bisschen sieht, weil es einfach für den Betrachter schöner ist. Aber sonst so, wir haben es im Prinzip schwarz-weiß, denn nachher hat sich das so rausgestellt bei der Bearbeitung, dass wir schwarz-weiß war mit am besten, genau. Ja. Das wirkte mit am besten, ja, und ja, das fertige Bild kennt ihr, ja. Und bei diesem Bild war es eben auch so wirklich so dieses, ja, diese Treppe als Symbolik hier auch, ne, für diese Aneinanderreihung der Wörter. Also dass man wirklich, man fängt unten an und geht dann hoch. Man kann die Treppe schnell hochlaufen oder langsam. Man kann auf der einzelnen Stufe länger oder kürzer verweilen oder gar nicht verweilen. Also es ist wirklich alles, was im Prinzip du 2010 schon im Kopf hattest. Also dieses Verweilen oder dass jeder für sich sieht, an dem oder dem Wort länger hängen bleibt, um seine Lebenserfahrung zu reflektieren oder zu gucken, was so Sache ist bei einem selbst, das kann man anhand dieser Treppe eben ja perfekt machen. Ne? Also und so ist im Prinzip dieses Bild. Also sind da wirklich im Abstand von 5 Jahren, kann man sagen. 2010 sind die Wörter so entstanden, wie sie stehen jetzt hier.
Und 5 Jahre später ist das Bild entstanden, oder sagen wir mal 6 Jahre später, aber so ungefähr, haben ja Wort und Bild zueinander gefunden. Genau so, wie es sein soll. Und nochmal 5 Jahre später machen wir einen Podcast darüber. Ja, 2020. Das hätten wir auch nicht gedacht. Also nee. Das sind solche Sachen, weil das ist wirklich eins, wie gesagt, am Anfang der Klassiker. Ja. Aber das ist so, was man sich auch immer wieder gerne anguckt. Ja, finde ich. Selbst nochmal, also auch so. Genau. Und deswegen haben wir es auch gerne verschenkt, ne, weil das einfach, ja, wie gesagt, das ist auch ein Teil von uns im Prinzip. Also das würde es ohne Fotoautomat nicht geben, ja. Dieses Bild. Also deswegen, und ich denke mal, das ist eine gewisse Wertschöpfung, die man dadurch kreiert hat. Ja. Ja. Ob man uns das nun gönnt oder nicht, das ist völlig dahingestellt. Aber ich denke mal, das ist eine Bereicherung für jeden, der es zulässt und der sich auch die Zeit dafür nimmt, ne, ja. Um das auf sich wirken zu lassen. Und genau, und das ist halt wirklich einzigartig. Ja, das gibt es kein zweites Mal in dieser Form, weil allein schon mal die Wolke nicht mehr hängt. Stimmt. Ja, ja. Und das ist noch das kleinste Beispiel und keiner würde auf die Idee kommen, so vielleicht die Wörter so zu aneinander zu reihen, okay. Sage ich mal. Und das ist zeitlos eben. Richtig. Das ist wirklich zeitlos. Also Richtig. Der Text an sich, wie gesagt, war schon zeitlos. Mit der Treppe zusammen, es ist zeitlos. Also es geht uns ja genauso. Also du wirst wahrscheinlich jetzt, kann man wirklich sagen, mit 10 Jahre Abstand zu den einzelnen Sachen was anderes denken als damals. Und so geht es mir genauso. Ich kenne das, sagen wir jetzt, das vielleicht 5 oder 6 Jahre, diesen Text. Das war ja auch damals für mich so ein bisschen so ausschlaggebend. Das ist halt, ja, egal was für eine Altersphase jeder Mensch hat, der jetzt, sag ich mal, die Wörter so liest, diese Assoziationskette, der wird immer was anderes sehen. Und das war ja so meine Intention dahinter. Wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, aber das ist einfach so, was meine Grundintention war. Das hatten wir auch, das Bild hatten wir auch in der Ausstellung schon. Genau. Bad Doberan zum Beispiel, genau. Bei Haltepunkte, weil das eben auch perfekt zu diesem Titel der Ausstellung passte, Haltepunkte, weil das ist ein Haltepunkt. Ja. Das ist für uns selbst ein Haltepunkt. In allen Bereichen im Prinzip. Und ja, und für euch ist es, kann es ein Haltepunkt sein, wenn man sich darauf einlässt. Und es kann gesamt ein Haltepunkt sein, dieses ganze Bild, aber auch jede einzelne Stufe. Und das ist eben so, damals passt das sehr gut rein. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, ist es wirklich zeitlos. Zeitlos. Ja. Also so. Ja, in 20 Jahren spielt das keine Rolle, dass der Text 2010 geschrieben wurde oder wie auch immer. Ja, so ist es halt mit allem, was man so geschrieben hat oder gemacht hat. Oder, ne, und das ist halt auch das, was wir mal wollen. Ne? Das Storytelling, egal in was für eine Form, wenn du dich. Die Geschichte steckt im Prinzip in jedem selbst. Das ist ja, worum es geht. Und wenn du die einfach, wenn du bereit bist, deine eigene Zeit dafür zu investieren, dich vor so ein Bild hinzustellen und es auf dich wirken zu lassen, ja, dann siehst du da ganz viele Sachen, die nur auf dich zutreffen. Und Das ist ja, worum es geht. Wenn man sich dann selbst noch die Fragen stellt, die entsprechenden, und sich wirklich darauf einlässt, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, also da ist Potenzial. Also das können wir euch jedenfalls sagen, dass da wirklich Potenzial für einen selbst drin ist, aber auch ja im Prinzip für uns alle Menschen. Ja, kann man so sagen, ja. Das ist eigentlich, kann man auch eigentlich als Schlusswort nehmen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja? Weil, ja, guckt euch das Bild nochmal, also die alle, die ihr es kennt und die es jetzt neu entdeckt, einfach nochmal so für euch. Wir haben es verlinkt. Genau. Und könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr empfindet, Wenn ihr verschiedenste Sachen daran für euch entdeckt. Vielleicht möchtet ihr es teilen. Wenn nicht, bleibt es bei euch. Ist auch völlig okay. Genau. Aber das ist alles. Ja. Ja. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns anhört. Genau. Ja, alles Gute. Gehabt euch wohl. Bis demnächst.